Willkommen zurück zu meinem Let's Play Ace Attorney Phoenix Wright, die Trilogie. Ich bin immer noch im ersten Teil der Trilogie, mittlerweile in Episode 3. Und ich bin's natürlich, eure Bum36. 18. Oktober, 11:08 Uhr, Bezirksgericht, Anklagenzimmer Nummer 3. Herr WP? Ja? Sagen Sie es mir, waren Sie wirklich in Ihrer Umkleide? Gingen Sie nicht zum Studio? Ich ging nicht zum Studio. Ich schlief. Ehrlich. Wer war also der Stießsamurai auf dem Foto? Woher soll ich das wissen? Der Stießsamurai-Kostüm befand sich in einer Ecke der Umkleide. Jeder, der reingekommen wäre, hätte es ne nehmen können. Wirklich. Was? Sie sollten besser auf Ihre Sachen Acht geben. Ich hätte niemals gedacht, dass jemand nur ein Stießsamurai-Kostüm klauen würde. Also, wohin führt das alles? Es sieht nicht gut aus. Sie sind im Moment der einzige wirklich Verdächtige. Nick! Was machen wir jetzt? Zunächst spielen wir auf Zeit. Wir suchen uns jemand anders, der vielleicht der Täter sein könnte. Genau. Und es wird Sie lange genug beschäftigen, sodass wir noch einen weiteren Tag bekommen. Richtig, aber wenn wir uns den Falschen aussuchen, könnten wir verlieren. Sie klingen nicht sehr optimistisch. Ich bin sogar ein bisschen opt- Ich bin sogar kein bisschen optimistisch. Hey Nick, es ist Zeit. Okay, los geht's. Seufzt. Was hat das zu bedeuten? Bitte seufzen Sie nicht so. Das Gericht wird nun die Verhandlung gegen Herr Willpowers fortführen. Herr Edgeworth, würden Sie bitte die Position der Anklage in diesem Punkt erklären? Die Position der Anklage ist schnell erklärt. Es hat sich nichts geändert. Die zweite Person, die zu dem Studios ging, war ein etwa 10-jähriger Junge. Das Foto, das wir besitzen, mag vielleicht kein klarer Beweis sein, aber es gibt nach wie vor niemand sonst, der den Mord hätte verüben können. Ich fordere das Gericht auf, den Angeklagten Herr Will Powers schuldig zu sprechen. Na schön, Herr White, Ihre Gedanken? Die Verteidigung ist anderer Ansicht als die Anklage. Es gibt eine weitere Person, die das Verbrechen hätte begehen können. Ruhe. Interessant. Teilen Sie uns bitte Ihre Gedanken mit. Allerdings seien Sie sich bewusst, dass ich blinde Anschuldigungen nicht tolerieren werde. Beschuldigen Sie jemanden, der offensichtlich unschuldig ist, werde ich Sie bestrafen. Na toll. Als wären unsere Chancen nicht schon klein genug. Also, wer ist die Person, die neben Herr Powers noch den Mord hätte begehen können? Die Assistentin der Grundschüler, die Wachfrau. Oh Gott, also der Grundschüler ist schon mal klar, dass das der das nicht kann. Ich werde es jetzt aber mal speichern. Warte. Und die Wachfrau kann es auch nicht gewesen sein. Dann bleibt es bloß noch die Assistentin. Es war die Assistentin. Das Stießsamurai-Kostüm befand sich in Herr Powers Umkleide. Sie stahl es und verkleidete sich als Stießsamurai. Sie behaupten also, dass der Stießsamurai auf dem Foto in Wahrheit die Assistentin ist? Genau das, euer Ernst. Falls Sie das ernst meinen, haben Sie ziemlich Mut, Herr White. Erinnern Sie sich an das Foto? War der Stießsamurai nicht etwas gehandicapt? Er zog sein Bein nach. Oh, uff, oh, es sieht übel aus. Sie erinnern sich doch an die Aussage bezüglich Powers Verletzung. Powers und der arme Hammer waren bei der Probe. Oh, und ich? Und was war mit der Assistentin? Oh, die! Sie reinigte gerade ein paar Requisiten, glaube ich. Sie bekam vom Powers Unfall nichts mit. Die Assistentin wusste nichts von Herr Powers Verletzung. Sie hätte mit dem Kostüm wie der Stießsamurai aussehen können. Aber sie hätte nicht so gehen können wie er. Sie hätte nicht gehinkt. Damit ist unsere Behauptung hinfällig. Herr White, es tut mir leid, aber ich muss Sie wie angekündigt bestrafen. Ja, niemand weiß, was ich durchgemacht habe. Können wir weitermachen, Herr White? Grrr, dieser Kampf ist noch nicht verloren. Mit Ihrer Erlaubnis bitte ich noch um eine Chance, euer Ehren. Na schön, machen Sie weiter. Also, wer ist die Person, die neben Herr Powers noch den Mord hätte begehen können? Die Wachfrau? Es war die Wachfrau, Wendy Oldbeck. Wer? Auf diesem Foto zieht der Stießsamurai sein Bein nach. Das heißt, wer auch immer in dem Kostüm steckte, wusste von der Verletzung am Morgen.
Vielleicht, weil der Täter die Probe der Action-Szene beobachtete. Neben Powers und Hammer gab es nur eine Person, die davon wusste. Die Wachfrau, Frau Oldbeck. Was? Gerne groß! Ruhe, Ruhe. Ist das wahr, Oldbeck? Oldbeck! Für Sie immer noch Frau Oldbeck! Frau Oldbeck hielt alle Alleinwache am Haupteingang. Sie war allein. Mit anderen Worten, sie hat kein Alibi. Sie hätte ihren Posten kurz verlassen können, um das Kostüm zu stehlen. Dann hätte sie zu Studio 1 gehen können, dem Tatort. Warum hätten sie sich die Mühe machen sollen, das Kostüm anzuziehen? Ganz einfach, euer Ehren. Sie wusste, dass die Kamera am Tor ein Foto machen würde. Durch das Kostüm konnte sie Herr Powers belasten. Ich verstehe. Hervorragend kombiniert, Herr White. Oh ja, wie war? Sherlock Holmes 2, Baby. Hm, das ist seltsam. Ist das nicht die Stelle, an Edgeworth immer eingreift? Er kommt doch sonst auch immer mit einem Einspruch und neuen Beweisen. Nun, Herr Edgeworth, hat die Anklage zu diesem Punkt etwas zu sagen? Hm. Die Anklage hat im Moment keine Einwände. Was? Was soll das bedeuten? Oh, Sie alle denken also, ich war's, nicht wahr? Edgeworth Boy, sitzen Sie nicht so rum, tun Sie was! Was soll ich jetzt machen? Vielleicht ist das die Chance, das Blatt zu wenden. Weiter angreifen. Aus demselben Grund, warum Herr Powers ein Verdächtiger ist in diesem Fall, ist, können auch Frau Oldberg-Handlungen an dem Tag in Frage gestellt werden. Aber warum sollte ich den Namen Hammers etwas antun? Sie vergessen, dass Herr Powers ebenso wenig ein klares Motiv hat. Hm, in der Tat. Geschafft. Jetzt gehört die Labertasche zu den Verdächtigen. Keine bitteren Gefühle, hoffe ich. Warten Sie einen Augenblick. Was ist denn mit der anderen Person, die zum Studium ging? Der Junge, dessen Foto ich gelöscht habe. Er ist nur ein Grundschüler. Zweite oder dritte Klasse, sagten Sie doch, oder? Das macht nichts. In dem Alter brauchte ich höchstens 10 Sekunden, um einen Alten niederzuringen. Hm, was denken Sie, Herr White? Der Junge ist nicht der Mörder. Was? Was macht Sie so sicher? Oh, oder wollen Sie nur nett zum Jugend und gemein zu uns Alten sein? Gerne groß. Ich kann es beweisen. Beweisen? Tatsächlich? Dann lassen Sie uns diesen Beweis sehen, Herr White. Sie haben einen Beweis, der belegt, dass der Junge den Mord nicht begangen hat. Ach du Scheiße. Was war das jetzt nochmal? Also... ich weiß, ich muss einmal den Speer vorzeigen und einmal das Bild. Ich weiß jetzt aber nicht, in welche Reihenfolge. Ich werde es jetzt einfach mit dem Bild probieren. Euer Ehren, die Mordwaffe war der Samurai-Speer. Dieser Speer ist hier auf diesem Foto zu sehen. Wie hätte der Junge diesen Speer benutzen können? Es ist unmöglich. Ich verstehe. Nun, möchte die Zeugin etwas dazu sagen? Mumpf! Die Labertasche, sprachlos, das muss das erste Mal für sie sein. Sehr gut. Das Gericht unterbricht die Verhandlung für heute. Herr Edgeworth, finden Sie mehr über Ihre Zeugung, Frau Windy, wie war noch Ihr Name? Oldberg oder so, euer Ehren? Die Anklage wird diese Oldberg näher unter die Lupe nehmen, bevor es weitergeht. Das ist alles. Die Verhandlung ist geschlossen. Warten Sie eine Sekunde! Ich werde nicht zulassen, dass Sie mit dem falschen Dampfer fahren, mit mir! Ich rede! Oh, großartig, stopp die Pressen. Die Labertasche möchte reden. Frau Oldbeck, was soll das Ganze? Haben Sie etwas zu sagen vergessen? Also wenn Sie es genau wissen wollen, gibt es etwas, das ich nicht erwähnen sollte. Dass Sie nicht erwähnen sollten? Wer hat das gesagt? Hä? Heißt das, es war nicht Edgeworth, der Ihnen verboten hat zu reden? Gut, sagen Sie aus. Zeugenaussage zum Schweigen verdammt. Die Globalstudios wollten, dass ich etwas geheim halte. Da waren noch ein paar andere Leute in den Studios am Tag des Mordes. Sie sagten, sie hätten nichts damit zu tun, verstehen Sie? Also sagten sie, es soll es so tun, als wären sie an dem Tag nicht da gewesen. Aber jetzt, dass sie mich beschuldigen, lasse ich sie nicht einfach so davonkommen!
Frau Oldberg. Das sind wichtige Angaben. Warum haben Sie das nicht eben dem Gericht verschwiegen? Haben Sie mir nicht zugehört? Man hat mir gesagt, ich soll meine Klappe halten und ich tue immer, was man mir sagt. Nein, das ist kein böser Traum, euer Ehren. Sie werden Zeuge der Macht der Oldberg. Herr White, Ihr Kreuzverhör. Kreuzverhör. Die Globalstudis wollten, dass ich etwas geheim halte. Moment mal! Man sagte ihnen also, dass sie nicht reden sollten? Genau! Das Studio und die hohen Tiere vom Fernsehen sagten das. Warum höre ich das jetzt zum ersten Mal? Seien Sie nicht so hart zu sich, mein Lieber. Wir stecken alle drin. Da waren noch ein paar andere Leute in den Studios am Tag des Mordes. Moment mal! Wer waren diese Leute? Nun, der Regisseur und die Produzentin zum Beispiel. Der Regisseur? Wir hätten uns denken können, dass da was nicht stimmt. Wir hätten sie eine Probe der Action-Szene ohne den Regisseur machen können. Natürlich. Ja, nun, ich war überrascht, dass sie mich niemand darauf angesprochen hat. Und wo waren diese Leute? Der Regisseur war den ganzen Morgen während der Probe im Personalbereich. Er traf die Produzentin zum Mittagessen und dann hatten sie ein Meeting. Wo? Oh, im Wohnwagen, Studio 2. Studio 2? Es gibt ein Studio 2? Nun, wenn Sie mal auf dem Übersichtsplan schauen, hier ist es. Sie gehen durch das Tor und dann immer nach links. Der Weg, auf dem der Kopf des Affen gefallen war. Oh, das war Felix. Nun, Herr White, möchten Sie mit dem Kreuzfeuer fortfahren? Ich glaube, ich habe schon alles gefragt, aber... Sie sagten, sie hätten nichts damit zu tun, verstehen Sie? Moment mal! Frau Oldberg, das ist ein Mordprozess. Ich weiß das, Dummkopf. Aber Sie haben mich überzeugt, dass ich nichts mit der Sache zu tun hatte. Und Sie gaben mir einen kleinen Bonus. Du hast also deinen Bonus eingesagt und redest trotzdem? Ich glaube, ich habe alles gefragt, was ich fragen wollte. Ich glaube, es schadet nicht, so viele Informationen zu erfragen wie möglich. Die Globalstudio, was soll das, ich etwas geheim halte? Achso. Da waren noch ein paar andere Leute, die in den Studios am Morgenstag des Mordes. Sie sagten, sie hätten nichts damit zu tun, verstehen Sie? Also sagten sie, ich soll das so tun, als wären sie an dem Tag nicht da gewesen. Aber jetzt, da sie mich beschuldigen, dass ich sie nicht einfach davon komme. Warte. Frau Oldberg, dies ist ein Mordprozess. Ich weiß, Dummkopf. Aber Sie haben mich überzeugt, dass Sie nichts mit der Sache zu tun hatten. Und Sie gaben mir einen kleinen Bonus. Du hast also deinen Bonus eingesagt und redest trotzdem. Ich glaube, ich habe alles gefragt, was ich fragen wollte. Nein, wir sind noch nicht fertig für nichts. Sie waren also im Studio. Ja, den ganzen Tag. Als sie von dem Mord hörten, verschwanden sie, bevor die Polizei da war. Ich bringe die Frau um, das schwöre ich. Es tut mir fast leid für Edgeworth. Da hat sie ihn ziemlich hängen lassen. Aber jetzt lasst ihr mich beschuldigen, dass ich sie nicht einfach so davonkomme. Sie? Wer waren diese Leute? Nun, der Regisseur und die Produzentin zum Beispiel. Der Regisseur? Wir hätten uns denken können, dass da was nicht stimmt. Wir hätten sie eine Probe der Action-Szene ohne den Regisseur machen können. Natürlich. Ja, nun, ich war überrascht, dass mich niemand darauf angesprochen hat. Und wo waren diese Leute? Der Regisseur war den ganzen Morgen wie in der Probe im Personalbereich. Er traf die Produzentin zum Mittagessen und dann hatten sie ein Meeting. Wo? Oh, im Wohnwagen Studio 2. Studio 2? Es gibt ein Studio 2? Nun, wenn Sie mal auf dem Übersichtsplan schauen, hier ist es. Sie gehen durch das Tor und dann immer nach links. Der Weg, auf dem der Kopf des Affen gefallen war.
Nun, Herr White, möchten Sie mit dem Kreuzfeuer fortfahren? Ich glaube, ich habe schon alles gefragt, aber... Nein, wir brauchen kein Kreuzfeuer. Euer Ehren, wir haben erfahren, dass noch mehr Personen am fraglichen Tag in den Studios waren. Der Regisseur und die Produzentin, und ein paar hohe Tiere. Nun, sie alle sind noch nicht befragt worden. Es ist keinesfalls möglich, ein Urteil über Herr Powers zu fällen. Das Gericht stimmt der Verteidigung in diesem Punkt zu. Die Anklage wird weitere Informationen über die Zeugin Frau Oldberg sammeln und weitere Informationen über diese anderen Leute, von denen wir gerade gehört haben. Ich verstehe, euer Ehren. Damit ist der erste Verhandlungstag im Prozess von Herr Will Powers beendet. Das ist alles. Die Verhandlung ist vertagt. Oktober, 13.04 Uhr, Bezirksgericht, Anklagenzimmer Nummer 3. Vielen Dank, Herr White. Gut, dass ich Sie gebeten habe, mich zu vertreten. Ach, naja, schon gut. Grins. Oh, oder sollte ich? Schniefe. Wir begeben uns in zu den Studios und stellen ein paar weitere Ermittlungen an. Wir müssen mehr über diesen Regisseur und die Produzentin herausfinden. In der nächsten Verhandlung werden Sie sicherlich als Zeugen aussagen. Also muss ich Material für das Kreuzfeuer sammeln. Also Nick, wissen wir inzwischen, wer im Stiefsamurai-Kostüm steckte? Hätte es wirklich die alte Labertasche sein können? Was glauben Sie, Herr Powers? Ich glaube nicht, dass sie es war, wirklich. Ich auch nicht, Nick. Ja, ich weiß, ich habe da drin doch nur etwas Zeit erkauft. Jemand musste als Bösewicht herhalten, um den Druck von Herrn Powers zu nehmen. Die arme alte Labertasche, irgendwie tut sie mir leid. Sie hat dort drin keinen Stich gelandet, mit oder ohne meine Anschuldigung. Na gut, auf zum Studios. Gut, wir sind bald wieder da. Danke, danke, Leute. Wie der mal schniefen muss. Fortsetzung folgt. Wollen Sie speichern? Ja, will ich. So, und hier machen wir dann spannend weiter im nächsten Video. Also bis dahin, ciao, ciao.